schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Roten Teufel aus Mannheim. Endstand 4:3 nach Verlängerung für die Steelers. Links neben mir der Coach der Gäste, Petri Kujala. Rechts neben mir unser Trainer Kevin Codet. Wie immer das erste Wort zum Spiel von unseren Gästen. Petri, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, guten Abend. Ja, wir haben der erste, dritte sehr verhalten angefangen. Ich habe den Gegner natürlich vielleicht ein bisschen zu stark geredet und wir waren sehr, sehr passiv und viel zu weit weg von unseren Männern. Folgerichtig da die 2-0-7-8 Schüsse frei vom Slot in den ersten 10 Minuten. Sind dann im zweiten Drittel natürlich noch ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber uns selber ein bisschen durch die Strafzeiten auf dem Spiel genommen haben. Da Felix wird überragend gehalten in der 5-3-Situation. Meine Mannschaft ist einfach nur, wir glauben bis zum Ende an unsere Chancen und haben wieder, ich glaube, es war so vierte oder fünfte Tor, was wir so schießen, wenn wir Torwart rausnehmen. Also wir halten uns irgendwie immer am Leben und spielen bis zum Ende und haben auch verdient den Punkt da geholt. Und man muss damit natürlich mit dem Spielverlauf sehr, sehr zufrieden sein. Danke, Petri. Kevin, deine Worte zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Fast jede Mannschaft spielt sehr Defense gegen uns. Sie haben immer 5 Mann zurück. Es ist sehr schwer, 2 gegen 1 oder 3 gegen 2 oder Eingang zu kriegen. Du musst wirklich arbeiten. Und das haben wir gemacht. Sie waren die erste Drittel. Wir haben viele Chancen erarbeitet. Die Torwart von Nahrheim muss ein Medaillen heute kriegen, was er gehalten hat. In die zweite Drittel, die Überzahlchancen. You know, wenn die Spiele sind immer knapp, die andere Mannschaft hat immer Hoffnung. Und wenn wir hätten das 2-3-0 gemacht, das wäre vielleicht ein anderes Spiel. Aber wenn sie immer da, war Nauheim ist gut. You know, sie haben jetzt die letzten 3 Spiele in Folge gewonnen, Garmisch geschlagen in Rosenheim. Es ist eine gute Mannschaft. Und am Ende, du hast das Spiel im Griff, du hast 2 Minuten, eine Überzahl und dann eine Strafe zu Weller. In meiner Meinung war keine Strafe. Und natürlich, das hat das Spiel gekippt und die Punkte verloren, aber in unserer Lage im Moment, es ist viele Spiele so und man muss einfach glücklich sein, wir haben einen Weg von den 2 Punkten zu kommen. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Frage geht an Kevin Godet. Chancenauswertung lag es nur am Torwart, das heute so wenig reinging? Ich werde auch Pech sagen, weil wir haben 4 Maske getroffen, 3 Stange. Und, you know, Tore zu schießen ist nicht einfach. Ich würde nicht sagen, dass wir haben 10 Torjäger in unserer Mannschaft. Wir haben eine gute Eishockey-Mannschaft. Aber du hast die Schuss von Denin gesehen, die eine Chance. Das war eine Chance in der ersten Drittel und bang, top corner. Und das ist wirklich ein Talent. Und you know, natürlich, wir haben andere Talente in unserer Mannschaft. Aber wirklich, zu sagen, dass wir haben... Ja, am Ende, ich würde sagen, auch wir hatten viel Pech. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja. Frage erneut an Kevin Godet zu Sebastian Alt. Was du willst, da saß heute auf der Bank, anscheinend hat er in Kassel auch nicht gespielt. Er muss verbessern. Das ist ganz einfach. Wir haben René Schuh hinten gebracht, weil er ist sicher. Und ich hoffe, dass Sebastian in der nächsten Zeit ihn kann verbessern. Weitere Fragen? Dem scheint er nicht so. Dann wünschen wir auf diesem Weg den Gästen einen sicheren und guten Hauseweg nach Bad Nauheim. Für die Steelers geht es am kommenden Freitag nach Frankfurt. Zu Frankfurt noch, am 23.12. gibt es den Sonderzug der Steelers-Fans nach Frankfurt. Wir möchten auf diesem Wege auch die ganzen Fans nochmal bitten, sich dazu anzumelden, dass wir dieses einmalige Event durchziehen können. Und am Sonntag kommt es dann in der Egetrans-Arena um 17 Uhr zum Derby gegen die Heilbronner Falken. Bis dahin, allen eine schöne Woche. Tschüss.